Leite mich. Thank you.
Verschwinden wir von hier. Hier können wir nicht segeln. Sollen wir das Segel setzen, Eivor? Jetzt Segel setzen! Zeit für ein Lied. Wer kann das erzählen? Hier ist eine Geschichte, die ich noch nie erzählt habe, denn sie trug sich erst vor einem Monat zu. Ich teilte ein Methorn mit einer schönen Frau, als sie, ihre Schwestern und ihre Mutter dich alle anflehten, sie zu heiraten. Endet diese Geschichte so? Ja. Warst du dabei? Da ist ein Lager, Eivor, vermutlich ein feindliches. Singt uns ein Lied. Habt ihr Salzgalgen-Geschichten auf Lager? Vor einigen Jahren fuhr ich mit einem Schwerttänzer namens Egil zur See. Ein griesgrämiger Krieger mit Steingesicht und Eichenarmen. Bei einem Raubzug im Kurland landeten wir am Rand eines Waldes und kundschafteten, bis wir Menschen fanden. Ein großes Gehöft. Es war dunkel und alle schliefen. Also plünderten wir in der Stille der Nacht. Nahmen uns Schafe und Ziegen, wie es uns beliebte. Dann sah Egil einen Knecht und bedrängte ihn ob des versteckten Silbers der Familie. Der Junge krächzte wie eine Krähe. Das Silber war unter einem Amboss in der Schmiede versteckt und leicht zu finden. Heimlich nahmen wir es und den Jungen mit aufs Schiff. Da wurde Egil betrübt, denn wenn die Bauern mit dem Hahnschrei erwachten, würden sie wissen, dass sie beraubt wurden. Jedoch nicht von wem. Also befahl Egil drei von uns, ihm zum schlafenden Weiler zu folgen.
Als wir die Häuser niederbrannten, rief Egil seinen Namen. Ich bin Egil, Sohn Skallagrims. Und ich bin der Mann, der euch alles nimmt, außer eurem Leben. Ich segelte nie wieder mit Egil. Stimmt etwas an. Ich will eine Saga hören. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich bin ein äußerst fähiger Schiffsbauer. In meiner Jugend, als ich erst 13 Winter zählte, erdachte ich eine Verbesserung für unsere Drachenboote. Etwas, das sie stärker machte. Heutzutage ist es so verbreitet, dass sich niemand meines klugen Einfalls erinnert. Doch damals war ganz Nordwege voll des Lobes. Ich war mit meinem Vater segeln, als wir in einen wilden Teil der See kamen. Unser Boot bockte wie ein launischer Hengst. Es brach beinahe auseinander, doch ich fürchtete mich nicht. Ich konnte meine Augen nicht vom Schiff abwenden, wie es sich aufbäumte und ächzte. Inmitten schreiender Männer ersann ich Verbesserungen, um den Rumpf fest und in Form zu halten. Als wir zum Hafen zurückkehrten, die Männer um mich schluchzten und übergaben sich, erzählte ich meinem Jarl davon. Er war mir sehr dankbar. Bald verwendeten all unsere Schiffe meinen Entwurf und bald ganz Nordwege. Also dank mir und nicht den Göttern für unsere ruhige Überfahrt. Schon einmal so viele Schiffe in einem Hafen gesehen? Noch nie. Und es gab auch noch nie eine Versammlung von so vielen Königen. Auf in den Hafen!
nehme es mit jedem auf. Dein Clan stinkt zum Himmel. Aber wir sind stark, Feigling. Ja, der Gestank ist stark. Komm her, du Hundstrott, und sag das nochmal. Du hast mich schon richtig. Meine Liebe für dich ist so groß und... Spielen alle in Alrekstadie ihre Liebesspiele so laut? Nein, nur mein Mann. Er kann seine Frau nicht befriedigen. Ah, zu alt? Nein, er ist jung und stark. Es war auch nicht immer so. Auf unseren Raubzügen waren wir unzertrennlich. Ihr habt auf Raubzügen gepflügt? Unser erstes Mal war mitten in einem brennenden Dorf. Irgendwann wollten die anderen, dass wir aufhören, weil es sie abgelenkt hat. In Todesnähe kann Liebe heißer brennen. Habt ihr versucht, diese Erinnerung zu nutzen? Ja, aber darüber zu reden ist nicht dasselbe. Ich muss es fühlen, riechen. Also müsstet ihr die Aufregung eines Raubzugs in euer Bett holen. Hilf uns so zu tun, als würden wir plündern. Das wird meinen Bach fließen lassen. Komm, sagen wir es meinem Mann. Ich wollte nur... Gut, in Ordnung. Hol deine Waffe, großer, starker Wikinger. Heute wird geplündert. Geplündert? Jetzt? Mache mit beim Bluttanz. Erfülle mich mit deiner Kampfeslust. Oh, ja, ja, seien wir Wikinger! Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Und dabei schreien, als wäre es dir wirklich ernst. Das ist lustig, aber es erregt mich. Ja, es fühlt sich nicht echt genug an. Vielleicht braucht ihr mehr Feuer. Beim ersten Mal. Ja. Brenn unser Haus nieder. Mach es dem Erdboden gleich. Los, Sünen. Siehst du, alte Freundin? Komm, sieh dir all meine Waren an.
Schön, dass ich dich entlasten kann. Ich verwende nur hochwertige Sachen. Kann ich dir noch etwas an? Ich muss los. Bis bald. Ich würde selbst vor und direkt. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt sie im Auge und achte darauf, dass sie genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Ganz und gar nicht. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Ehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte.
Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Dort in dem Lager ist Gorn. Was hast du dir gedacht? Trinkst Mehl auf leeren Magen. Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Du weißt, leerer Magen trinkt nicht gern. Ich hab noch etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? Eivor! Du feiges Stück Scheiße! Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ting sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Sag mir, dass Gorm noch lebt. Es schmerzt mich, aber er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Oh, Götter, ich hasse lange Reden. Nur wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdans Bein wurde bei unserem Tempel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Fluss. Ich träume von etwas Größerem. Einem gewaltigen Königreich der Krieger. So viele, wie es noch nie gab. Vereint unter einem König. Einer Herrschaft. Wir vergossen zu viel Blut beim Kampf gegeneinander. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klingen nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Ruhm führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem 10. Lebensjahr und führte das größte Heer, das Nordwege je sah. Doch man sagt, ein weiser König braucht ehrliche Ratgeber. Und so frage ich, wer von euch ist gegen diese neue Regelung? Ich bin nicht dein Feind, König Harald. Doch ich bin auch nicht dein Untertan. Morgen segeln wir zu grüneren Ufern. Und so wird mein Königreich zu deinem. Das betrübt mich, edler Hör.
Und was sagt dein Weib dazu? Hat sie nicht genug davon, immer weiter westwärts zu hinken? Mein Gatte und ich sind uns einig, Herr. Gemeinsam hinken wir nicht, wir fliegen. Ich bin traurig, eine Frau mit deinem Gemüt zu verlieren, Yuffina. Doch ich hege keinen Groll. Mögen die Nornier euch Glück gewähren. Mein König, ich biete dir meine Axt und meinen Eid. Eiserner. Gorm Kjötvison, du wagst es, dein Gesicht in dieser Halle zu zeigen? Haben nicht König Styrbjörn und sein Sohn Sigurd unser Land von dir befreit? Der Rabenclan hat mich entehrt, großer König. Sie vergifteten meinen Vater Kjötvi. Sie machten eine Posse aus einem ehrenhaften Tod. Backraut, du lügst! Warte, Eivor. Hab Geduld. Eine ernsthafte Anschuldigung, Gorm. Noch dazu eine falsche. Mein Onkel sah deinen Vater sterben. Eivor Wolfsmahl, du hast Kjötvi getötet. Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? Schicke ihn nach Hel, wie ich seinen Vater. Verständlich. Doch ein schneller Tod wäre zu gut für einen Troll wie ihn. Gorm, von nun an heißt du Wurm und bist verbannt. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmond, sonst verfüttere ich dich an die Krähen. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Styrbjörn. Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötvi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben, Söhne und Töchter. Ich, für meinen Teil, habe mehr als genug Tod gesehen. Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was in Hels Namen tust du denn, Vater? Einen dauerhaften Frieden sichern, Sigurd. Die Tage des Kämpfens sind vorbei. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Wort. Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Vergib meinem Sohn. Die Gefühle haben ihn übermannt. Ich nehme keinen Anstoß, Jarl Styrbjörn. Und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten, sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen Ragnarök sind eindeutig. Wir sprechen uns bald wieder. Das war ein Hinterhalt, Herr. Wusstest du von Styrbjörns Plänen? Seit einigen Tagen, ja. Aber ich drängte ihn nicht. Das war allein seine Entscheidung. Eivor, träumst du von einer glorreichen Zukunft? Eine Kriegerin wie du wäre ein Segen für meinen Clan. Mein Schicksal ist verknüpft mit dem meines Bruders. Wo Sigurd hingeht, folge ich. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Denn denen, die ich nicht verstehe, kann ich nicht trauen. Und Mangel an Vertrauen ertrage ich nicht. Vor mir hast du nichts zu befürchten, König Harald. Meine Treue gilt meinem Bruder Sigurd. Und ich bin dir nicht übel gesinnt. Dann wisse, wenn ihr in Nordwege bleibt, müssen du und dein Bruder unter mir dienen. Ich lasse euch bis morgen Bedenkzeit. Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir wie Götter und morgen erwachen wir in einem neuen Königreich. Haralds Farben. Er markiert bereits sein Territorium.
markiert? Götter, er spritzt Luda, damit rum wie ein läufiger Welpe. Harald mag jung sein, aber er ist klug. Und er schätze ihn nicht. Er ist sehr schnell erwachsen geworden. Bist du einer von Haralds Männern? Ja. Der König wünscht einen Überblick über die Lande, die er nun beherrscht. Mehr nicht. Darf ich fragen, ob du einer der Eroberten bist? Hat Harald auch dein Land genommen? Nein. Meine Familie lebt schon seit seinem Vater unter diesem Banner. Seit Halfdan dem Schwarzen. Nun, willkommen in Fornberg, Krieger. Unseren Häusern leben. Danach werden sie in unseren Häusern leben. Bitte deine Zunge. Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht so laut. Haralds Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Vor zwei Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee.
Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Wenn wir gehen, brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Wir beanspruchen Kjötvis Beute für uns. Ich verabscheue Diebstahl. Aber wenn es das braucht, damit du meiner Sache folgst, akzeptiere ich. Styrbjörn wird durch den neuen König versorgt werden. Kjötvis Güter gehören uns. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Gefällt mir nicht, wie diese Soldaten mich beobachten. Ich finde es schmeichelhaft. Meinst du, einer von denen wird dich heiraten und mit in die Hauptstadt nehmen? Eivor, der Wind ist uns gewogen. Wir sollten unverzüglich ablegen. Du hast schnell gepackt. Sehr gut. Der Traum von neuen Landen ist ein starker Köder. Genau wie das Versprechen von Ruhm. Aber ein so liebgewonnenes Heim zurückzulassen, hat einen traurigen Beigeschmack. Zweifelst du? Nein, gar nicht. Die Knochen sind gefallen. Dann möge das Schicksal uns führen. Bist du bereit? Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. König Haralds Banner! Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug. Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich muss mir einen Namen in der Welt machen. Und ihr habt Vornbergs Vorräte geplündert, wie ich sehe. Ihr lasst nichts zurück außer eurer Ehre. Du liest mir keine Wahl. Als ich zum Ting kam, war ich ein Prinz. Und als ich ging, nur der Sohn eines Jarls. Man hat immer eine Wahl, Sigurd. Ich stelle mich nicht zwischen dich und die Deinen, aber ich gebe dir nicht meinen Segen. Vor 17 Wintern öffnete ich dir mein Haus, Eivor. Und nun ist dein einziger Dank, mich auszurauben. Ich hätte dich den Wölfen überlassen sollen. Trauriger alter Elch. Nimm diese Worte nicht mit nach Englerland. Er hat diesen Tag selbst verschuldet. Ich weiß.
Die Zeit der Tränen ist vorbei, ihr schlaffen Säcke! Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge! Teil dir die Kraft gut ein, Doug. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Sigurd, wie lautet der Kurs? Die Söhne Ragnars haben eine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Sing ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, weg die Götter! Auf das Tor uns einen mächtigen Furz schickt, um uns anzutreiben! Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenclan kennen und den Ruhm, den wir in diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland! Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Walhall! Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Sirke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, einer Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Sirke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Zitrusrezeptur. Danke, Sean. Wie bringen wir das in Ordnung? Kannst du der Schlüssel zu allem sein? Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Alles hochwertiges Zeug. Oh,
Minztee ist nicht wirklich Tee, Bex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal, wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauche sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut, gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also, es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Hallo, Layla. Sean, was hältst du von dem Grab? Nun, es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Können wir mal kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Schon, was letztes Jahr passiert ist, dich. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem, wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Sean war fleißig. Stellst du das in den Kühlschrank schauen? Natürlich. In einer Minute. Denk dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Sean, denk daran, die Blumen zu gießen, wenn ich da unten bin, okay? Ich schreib's mir in den Kalender und lasse es mir aufs Bein stechen. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass das nochmal passiert. Die 2 Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie 2 Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für, du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Wenn das vorbei ist, schlafe ich wieder in einem echten Bett. Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa 1 Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Layla, alles okay?
Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Nein, ich will sie hören. Okay. Ich will vor dir nichts verbergen, es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte. Ich starb. Und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal. Finde den Wütenden. Finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ziemlich verstörend. Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay, ich bin bereit. Dann los. Englerland, unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Nordwege, aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Randvi! Die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Ja! Soll dieses bemooste Feenvolk nur kommen und aufbieten, was es hat? Ich bin bereit! Ich darf hier nicht erwischen. Wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein, doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den 4 Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Seht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott. Diese Rune ist ein Kreuz, Dag. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar. Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer in Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Seht mal! Was geht da vor sich? Rituelles Ertränken. Eine Taufe, Dag. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es denn dort etwas, das Reichtümern gleichkäme? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Dort gibt es viele Schätze. Später, Dag. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Na los, haltet die Boote an. Legt da drüben an. Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen?
Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager auslösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Ich muss mich in Acht nehmen. Dich erwartet kein Paradies. Sie ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. Nicht, dass du so entkommst. Du gehörst mir. Die Kette ist weg! Zurück zum Schiff!
Wir sind fast da, sofern es keine weiteren Überraschungen gibt. Gute Arbeit, Eva. Sigurd, lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es half dann, Uba und Iva, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann einfacher Freuden, was, Doug? Und er kann sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Reit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Dark. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorn. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Doug und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Doug, Eivor, zu mir! Was haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Oh! Erledigen wir sie! Könnten die heidnischen Hunde! Du hast bekommen, was du wolltest, Doug. Ich fühle mich wie zu Hause! Erlegt das miese Schwein!
den Flug! Ich will keine weiteren Überraschungen. Gut, ich überprüfe das Langhaus. Sigurd, Dag, hierher. Die Männer hielten Gefangene. Eivor, sieh dir das an. Eine Falle. Vielleicht ist da drin etwas. Ich sehe nach. Ihr da! Bindet uns los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts! Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dag. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr wärt mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt! Ich habe hier ein gutes Gefühl.
Werte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engler, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Gefällt mir. Deine innere Poetin hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Sehr gute Arbeit. Was hast du noch gefunden? Größtenteils Notizen, Teile von Plänen, alte Briefe. Kein schlechter Ort, Eivor. Wirklich nicht. Kann ich dir bei etwas helfen? Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied und so wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Da fällt mir ein...
Ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben.